Seid ihr herzlich willkommen. Wochenende Liebesorakel. Schauen wir an, was passiert am Freitag, Samstag, Sonntag. Was ich noch erwähnen möchte, zu Monatsende erscheint immer mein kostenloser Newsletter. Per E-Mail kannst du gerne bestellen. Jeden Monat gibt es ein bestimmtes Thema, astrologische Vorschau, die Termine, die Rituale, und jeden Monat gibt es 2 Angebote zum Auswahl und das für halben Preis. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Freitag sehen wir hier diese Schlange. Kann bedeutet in Umwegen zum Gehen. Und dieser schlaue Fuchs zeigt, das ist ein falscher Weg, eine falsche Entscheidung. Warte lieber, bis jemand entgegenkommt und überreicht dir diesen Blumenstrauß. Das kann etwas anderes auch bedeuten, eine gute Nachricht, ein Geschenk, eine Einladung, und das beeinflusst die Geschehen. Diese Schlange kann Heilung bedeuten und das ist jetzt eine falsche Methode. Wähle lieber Heilpflanzen. Kann auch sein, du arbeitest im Gesundheitsbereich und hier hast du eine falsche Frau, eine falsche Kollegin. Vielleicht kommt sogar eine Einladung oder ein Geschenk von dieser Frau, aber du kannst dir nicht vertrauen. Es muss nicht im beruflichen Umfeld sein, sondern kann auch privat bedeuten, eine falsche Frau kommt mit einem Geschenk, aber mit falschen Absichten. Samstag sehen wir hier. Diese Karte symbolisiert einen Baum, bedeutet Sicherheit und Stabilität. Endlich angekommen zu sein, verwurzelt fühlen. Und hier sind die Wege, bedeuten auch Entscheidungen. Das Kind, ein Neuanfang, eine neue Richtung. Dieser Boot symbolisiert die Hoffnung, angekommen zu sein. Was dieser Boot noch bedeutet, Ausland und Auslandskontakten. Dieser Baum kann auch Heilung auch sein, genauso wie die Schlange. Entweder, wenn du krank bist oder jemand in Familie, kommt jetzt Heilung. Oder kann auch bedeuten, du arbeitest in diesem Bereich und da muss etwas in Ordnung bringen. Hier sind die Wege, verschiedenen Möglichkeiten und auch Entscheidungen und die Neuigkeiten und die Hoffnung für Heilung. Dieser Baum kann natürlich die Natur auch symbolisieren, ein Kraftort, die Wege unterwegs zu sein. Und das kann eine Reise auch bedeuten, ein Ausflug oder kann eine weitere Reise auch sein im Ausland. Sonntag sehen wir hier, diese Karte symbolisiert das Herz. Bei Heilung kann das natürlich Herzerkrankung auch sein und kommt die Heilung, hier liegt das Glück, mehr Leichtigkeit dabei. Aber dieses Herz bedeutet auch Liebe, Partnerschaft. Hier ist die Leichtigkeit und die Gespräche über die Zukunft, über Gefühle. Und hier die Sterne bedeuten Glück oder eine karmische Liebe. Es wird alles so sein, wie das im Sternen geschrieben ist. Dieser Herz kann alles bedeuten, was du magst, weil du bist mit Herz und Seele dabei. Das kann die heilerische Richtung sein oder Astrologie, Spiritualität und Gespräche. Auf jeden Fall kommt eine gute Nachricht, bringt Glück.
Das wird offen sein und sehr herzlich. Entschuldigung, da habe ich auf die Kamera gestoßen. Aber bedeutet auch natürlich Liebe, Partnerschaft und das Vertrauen und mehr Leichtigkeit und Kommunikation. Und das war die Wochenende Liebesorakel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.